Grüße, Freunde. Was läuft da beim Bauerhausi? Hier sind die Rapsstroh-Rundballen, die wir da nach Hause führen. Jawohl. Muss da noch rein. Heute Abend kommt vielleicht Gewitter. Oder ich hoffe, es kommt auch ein Gewitter. Wir haben hier absolute Trockenheit. Ich denke, praktisch kein Regen. Ein Monat, schätze ich. Liebe YouTube-Freunde, beim Bauerhausi sollte es jetzt schnell gehen und ich spüre die ersten Regentropfen. Habe da die Abdeckplane bereitgelegt. Bin ich dann da noch zur rechten Zeit auf den Wagen raus. Oh, da bringt der Lohnunternehmer seine älteren Stücke zum Einsatz. Ein Glaskombinator 78. Ich denke, der hat Barrieren auf dem Buckel. Und Rundballen, Stroh liegen auch noch auf meinem Feld. Ich bin eigentlich am Nachhause räumen. Aber jetzt muss ich hier fast warten, weil es hinter mir so schwarz ist. Richtung Bern, da kommt was. Es fragt sich immer, wodurch es geht. Viele Gewitter ziehen entweder über Burgdorf oder dann dem Jura entlang und hier im Mittelland wird das verblasen. Eigentlich möchten wir ja Wasser, aber der Bauerhausi möchte nicht gerade jetzt Wasser von oben. Regentropfen fallen. Ich weiß nicht, ob wir diesen Feld noch fertig umgehen können. So ist es eben, wenn man Bauer ist. Ja. Wagen gedeckt und weiter dreschen. Wir schaffen es. Er mäht die letzten Meter und der Regen tröpfelt. Geht nicht mehr lange, aber die da eine große Regensuppe, glaube ich. Und da im Hintergrund schaut, ja, ich weiß nicht, sieht man das? Regen. Dieser Glasmähdrescher ist auch ein Hangmähdrescher und er war vorher im Hang im Einsatz und kam jetzt da zu mir ins Flachland. Und wir haben es geschafft. Es regnet leicht. Ich decke hier. Der Wagen ist abgedeckt und fahre schnell nach Hause. Ich habe noch Rundballen auf dem Feld. Probiere da noch einige nach Hause zu holen. Oh, Wagen gedeckt. Den lasse ich jetzt mal da stehen auf der Straße. Hole den später ab. Jetzt Rundballen nach Hause bringen.
jetzt noch hinten einen mit dem Hecklader. Fahre ich immer mit zwei Stück direkt nach Hause. Nicht noch auf einen Wagen aufladen. Geht zu langsam. Und ich habe auch keinen mehr. So, nach Hause fahren.